An einem wirklich schönen sommerlichen Morgen brechen wir auf in eine Pilztour. Wir stoßen auf die ersten Pfifferlinge, daneben zwei weitere, direkt ein paar schöne Exemplare, die jetzt allmählich anfangen würden auszutrocknen. An dieser Stelle finden wir die ersten Herbsttrompeten dieses Jahres. Auf der linken Seite ein Grüppchen, das etwas bräunlicher wirkt. Zum Vergleich auf der rechten Seite eher ein tieferer Schwarzton. Allerdings war hier die Schnecke bereits fleißig unterwegs. Das heißt, das lassen wir direkt so stehen. Daneben gibt es weitere Grüppchen. Die sind schon ein bisschen größer, sehen ein bisschen besser aus. Sind noch richtig knackig frisch. Solche Grüppchen sehen wir in diesem Bereich. Ein kleines, noch ein kleineres. Und auch da ganz viele zahlreiche überall. Hier noch ein paar etwas größere, dann nehme ich mal diesen mit und diesen. Anlaufstelle für mich sind dabei immer Buchenwälder, wobei ich die Herbsttrompeten gerne um etwas ältere, bereits dickere, stämmige Buchen finde. Inmitten zahlreicher kleiner Buchen lassen sich weitere Pfifferlinge entdecken, allerdings auch schon mit Trockenschäden. Vor allem dieses Exemplar auf der rechten Seite hat schon einen stark ausgetrockneten Rand, das lassen wir auf jeden Fall stehen. Der hier sieht noch ganz gut aus, der darf auf jeden Fall mit, auch der daneben. Außerdem kommen noch einige kleine. Die sind noch deutlich frischer, viel schöner, ohne Trockenschäden. Da können wir sowas hier getrost stehen lassen und nehmen lieber die etwas kleineren, aber deutlich schöneren und frischeren mit. Auch diesen lasse ich stehen, weil er schon sehr vertrocknet ist und nehme dafür den kleinen von direkt daneben mit. Auch da ein vertrocknetes Grüppchen da stehen bleibt. Ein Stück weiter vorne dagegen wieder ein Exemplar, das man durchaus noch mitnehmen kann. Vielleicht nicht unbedingt der Bilderbuch-Pfifferling, aber trotzdem ein super schönes großes Exemplar. Und auch da ist noch ein schöner kleiner, der erst frisch unter dem Laub hervorkommt. Und auf diese Weise bleiben einige Exemplare stehen. Gleichzeitig habe ich aber tolle Frische geerntet. Ein weiteres sehr schönes Exemplar gibt es hier. Der sieht echt schön aus, keine Trockenschäden. Sowas nimmt man gerne mit. Das hier sieht ganz nach Parasolpilz aus. Auch wenn dieses Exemplar vergleichsweise klein ist. Es zeigt sich ein weiterer Riesenschirmling. Beim Blick von oben wäre ich bei diesem Exemplar beim sternschuppigen Riesenschirmling. Auf jeden Fall aber einer der Riesenschirmlinge, sprich Macrolepiota. Schön zu erkennen auch die Stielnatterung. Und auch der ist wirklich schön jung und frisch und damit etwas für den Sammelkorb. Nochmal ein verbesserter Blick auf die Natterung. Nach oben hin wird die sehr fein und der Ring ist nicht ganz so dick, wie man es eigentlich beim Parasolpilz gewöhnt ist. Deswegen eben mit großer Wahrscheinlichkeit hier der sternschuppige Riesenschirmling. Auch ein älterer Perlpilz zeigt sich und in dieser Region lassen sie die Rottöne immer richtig gut erkennen. Der ganze Hut zeigt so ein Rosa, hier ein richtiges dunkles Rot. Und da sieht man direkt von oben, dass das ein Perlpilz ist. Allerdings ist der schon weit drüber und die sammle ich ohnehin nicht. Es gibt einen weiteren Riesenschimmling zu finden. Da wiederum wäre ich viel eher beim Parasolpilz. Der Ring ist auf jeden Fall doppelrandig und ziemlich dick. Für einen Zitzenschimmling passt die Form nicht und auch da wäre der Ring nicht derart dick. Eine schöne Stielnatterung. Zum Vergleich nochmals die beiden gesammelten Riesenschirmlinge. Links vermutlich ein sternschuppiger Riesenschirmpilz, rechts dagegen eher ein Parasolpilz. Der Blick von der anderen Seite, bei diesem vermutlich sternschuppigen Riesenschirmpilz wird die Natterung zum Ring hin sehr, sehr fein. Bei diesem Exemplar nicht ganz so fein und auch der Ring ist deutlich dicker und wirkt auch so ein bisschen wattig. Hier ist der Ring oben ziemlich dünn und da würde es mich natürlich wieder besonders interessieren, was die Experten dazu sagen. Auch immer wieder zu entdecken sind die Riesenchampignons, aber auch die sammle ich nicht. Hier allerdings mal zwei ganz junge, schön frische Exemplare. Bestätigt sich dann an dieser Stelle, das sind zwei sehr, sehr alte Exemplare. Und neben diesen alten Exemplaren kommen hier bereits wieder junge.
da ganz frisch aus dem Boden, genauso auch daneben. Und dieses Spiel kann man eigentlich monatelang beobachten. Und es gibt zahlreiche weitere Riesenschimmlinge. Das hier geht wieder in Richtung Parasolpilz. Das hingegen scheint ein alter sternschuppiger Riesenschimmling zu sein. Und das hier drüben wirkt wieder eher wie ein Parasolpilz. Zum Abschluss gibt es noch einen seltenen Röhrling. Ein Pappel-Raufußröhrling. Von oben der Hut, leider schon etwas angefressen. Und leider fehlen auch so ein bisschen diese Blau-Grüntöne im unteren Bereich des Stiels, die man sonst eigentlich sehr gut bei Exemplaren in diesem Bereich erkennen kann. Die sind allerdings so selten, den lasse ich auf jeden Fall stehen. Wir haben einige sehr schöne Pfifferlinge gefunden, ein paar erste Herbsttrompeten und verschiedene Riesenschirmlinge. Ansonsten aber sind wir mit der Tour an dieser Stelle zu Ende.